Ah, der ist jetzt einmal verbessert. Bis zu dreimal können wir den verbessern. Ist ja fantastisch. Made awakes. Könnten wir jetzt gleich weitermachen. Ich würde jetzt gerne mal hier als nächstes erstmal mit Claire reden, denke ich zumindest. Und könnten die Koboldlager näher. Ziemlich geil ist. Mit Adelaide. Das könnte was werden. Dann auf zum Wegflug. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Schnelleren und effektiveren Wesen. Kommen wir direkt zurück. Ist hier direkt im Innenhof. Hallo Adelaide, ich habe deine Eule erhalten. Danke, dass du da bist. Weißt du, mein Onkel Roland ist Metallhändler und hat regen Umgang mit den Kobolden. Für gewöhnlich schickt er mir auf seinen Geschäftsreisen jede Woche eine Eule. Im letzten Brief hat er Geschäfte mit den radikalen Kobolden erwähnt. Renrocks Anhänger. Seitdem kam keine Eule mehr und ich mache mir Sorgen. Seit dem Trollangriff auf Hogsmeade und den Gerüchten, Kobolde seien daran beteiligt. Nun ja, fürchte ich das Schlimmste. Sollte ich mir zu Recht Sorgen um meinen Onkel machen oder übertreibe ich? Ich denke, du bist zu Recht besorgt. Dein Onkel steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Du bist viel verständnisvoller als Professor Weasley. Als sie hörte, dass ich ihn suchen wollte, verbot sie mir, das Gelände zu verlassen. Sie ist überzeugt, dass er zurechtkommt. Aber solange ich nicht weiß, ob es ihm gut geht, kann ich mich gar nicht konzentrieren. Könntest du für mich nachsehen? Soweit ich weiß, bist du ja fast so abenteuerlustig wie Onkel Roland. Na gerne. Macht dein Onkel häufig Geschäfte mit Kobolden? Ja, schon lange. Er spricht sogar Koboldogak. Aber Renrocks Bande hat er erst vor kurzem erwähnt. Er meinte, die Galeonen seien das Risiko wert. Er tut all das für mich. Umhänge, Zubehör. Hogwarts kostet schon eine Stange Galeonen. Und Onkel Roland hat einen eher anspruchsvollen Geschmack. Er hat über die Jahre so viel für mich geopfert. Ja, das ich geht, habe ihm was versprochen, für dass ich mich nach dem Abschluss um ihn kümmern müssen. Werde. Tränke besorgen, so wird das auch schon. Uff. Du stehst deinem Onkel sehr nahe, oder? Ja. Meine Mutter starb bei meiner Geburt und meinen Vater habe ich mit 5 verloren. Onkel Roland hat sich um mich gekümmert, solange ich denken kann. Er weiß, dass ich mir Sorgen mache, wenn er auf Reisen ist. Deshalb schickt er mir so viele Eulen, damit ich weiß, dass es ihm gut geht. Ich werde mich für dich umhören, Adelaide. Danke. Er führt sehr genau Buch, verzeichnet alle Geschäfte in einem Notizbuch und zeichnet Karten. In seinem letzten Brief war eine Karte von seinem nächsten Ziel. Er wollte sein Lager nördlich von hier aufschlagen. Ich hoffe wirklich, du kannst herausfinden, wo er ist.
Danke nochmal für all deine Hilfe. Okay, finde Roland Rooks Zeltlager. Das machen wir natürlich. Ah, hier dürfen wir sogar fliegen. Hoffentlich geht es Adelaides Onkel Roland gut. Sie klang sehr besorgt. Adelaide zufolge ist das Lager ihres Onkels vermutlich bei Brockborough, am Fluss vorbei. Wir werden wahrscheinlich wieder auf Kobolde treffen. Und damit ist doch wohl zu rechnen. Ah, hier waren wir doch schon mal. Das ist nicht hier die Höhle, wo wir... Ob das Mr. Orks Lager ist? Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Das sollte ich untersuchen. Nö, ich will nicht. Ich hoffe, den mal schnell entkommen. Wahrscheinlich blöd, weil jetzt werden wir auf andere Gegner treffen. Da haben wir die auch noch dazu. Oh, welch angenehme Überraschung. Das machen wir später, das ist mein Rätsel. Jetzt nicht mein Problem. Anhänger. Hier noch einen Menschen. Ganz einfach. Mr. Orks Geschäftsbuch. Manwoks Bande hat sich mit einem Treffen einverstanden erklärt, aber der Gedanke daran erfüllt mich mit Unruhe. Sie teilten mir ihre Forderungen mit und gerieten in Wut, als ich Fragen stellte. Ich habe belauschen können, wie sie über ihren Plan Kobold-Gag sprachen. Sie sind hinter seltenen Metallen her, zum Bohren verwendet werden können. Ich will sie auf keinen Fall weiter verärgern. Sie wirken ziemlich reizbar. Und dieses Geschäft ist von höchster Bedeutung für mich. Vielleicht können wir zur Einigung gelangen. Vielleicht. Roland Oaks. Laut Adelaide hat ihr Onkel über seine Geschäfte Buch geführt und Karten angelegt. Vielleicht führen mich diese Orientierungspunkte zu ihm. Vom Lager flussabwärts ist eine Höhle. Die Karte, um der Spur zu folgen. Fluss abwärts zu einer Höhle. Oh nö. Ach du
Scheiße. Hat absolut keinen Bock auf den Ferien. Muss irgendwo eine Höhle geben. Das abwärts, da kommt zur Stein, dann eine Ruine. Und auf der anderen Flussseite. Seite des Lagers und auf die andere. Wenn ich Pläne ausarbeite, erwarte ich von meinen eigenen Verbündeten, sie nicht zu durchkreuzen. Ich erwarte nicht, dass die Leute an meiner Seite sie zunichte machen. Ich werde es mal per Besen mir angucken. Vielleicht sollte ich mich mal bei Flightcroft nach Bolton umschauen. Und dann ging dann Luft, okay. Was haben wir angepeilt? Hier ist eine Ruine. Ah, da ist eine Ruine. Die nächste von der Höhle ist. Dann sind wir da richtig. Okay. Ich finde hier keine Höhle. Hier ist ein Spinnnetz. Okay, ich werde mich mal hier genau umgucken. Ich denke zumindest, dass das hier sein muss. Steinchen pflücken. Ja. So. Thank you.
Ich habe gerade meinen kleinen Blick auf die Komplettlösung geworfen und herausgefunden, dass ich komplett falsch liege. Am komplett falschen Ende der Sache bin. Wenn ich das richtig sehe, hier war das Banditenlager, wo wir waren. Oder war das das hier? Jedenfalls müssen wir hier hin, den Fluss entlang. Dann nehme ich mal Schnellreisepunkt. Ich hoffe, da werde ich hier nicht wieder in Ferien geraten. Gegeben hat, ihren Onkel soll mal suchen. Ach, der See, hier sind wir. Ein historischer Ort. Naja, ist noch nicht. Ist ja noch nicht passiert. Es wird ein historischer Ort werden. In Zukunft. So, schauen wir mal auf die Karte. Hier irgendwo muss die Höhle sein. Ich mache mal eine Markierung hin. So, Inventar. Das war mein Inventar. Ich habe mal die Schatzkarte. In den Fluss runter, dann kommt eine Ruine. Und auf dem anderen Ende des Bachs eine Höhle. Yippie, eine Höhle. So, in die Richtung müssen wir fliegen. Fliegt mal geradewegs drauf zu. Wir müssen noch irgendwo in den Fluss kommen. Noch sind wir irgendwo in den Hügeln. Ach, hier ist ja der Fluss. Der Fluss abwärts. Hier muss irgendwo eine Ruine sein. Gegner. Ist ja fantastisch. Ich glaube, aus der Luft kann ich auch nicht angreifen. Oder kann ich das? Ich bezweifle, dass das kann. In der Luft bin ich auch erstmal sicher. Da haben wir eine Ruine, wenn ich das richtig sehe. Dann müsste ich hier irgendwo. Besagte Höhle sein. Ruinen von Korf. Werden noch die hier sein. Was haben wir denn hier? Vielleicht habe ich oben in der Burg mehr Glück. Den Außenposten der Kobolde. Oha. Hier muss irgendwo eine Höhle sein.
die lieber noch mal einen Besen lang. Und noch ein Stückchen sicher. Ist das hier eine Höhle? Sieht fast danach aus. Ich verdiene Besseres, als hier Wache zu halten. Banditenschluss. Achso, wir sind bei den Ruinen auch gleich angekommen. Wir sind noch weiter unten. Puh. Wo könnte das sein? Ein schmackhafter Pilztopf hätte jetzt was. Das sind einige Ruinen. Und nicht eine Höhle. Die sahen auch schon mal besser aus. Ich bin total blank. Okay, gegenüber von der Ruine in einer anderen Ruine. Maybe hier. Ja, ich habe übrigens offscreen mal hier Skillpunkte ausgegeben. Dafür, dass wir hier ein zweites Rad haben. Ich zeige es euch mal bei den Talenten. Da habe ich gefunden, dass man hier genau das. Das Zauberset wird hinzugefügt. Welchen Talentpunkt wir ausgegeben. War ich so frech. Jetzt muss man hier einmal runterscrollen. Dann hat man da zwei. Wieder ein Hexenhut. Okay. Das ist nicht, wofür wir kamen. Der sieht wenigstens mal nach was aus. Naja, von hinten nicht mehr so. Könnte man ja fast tragen. Okay, was haben wir hier? Ein Helm. Wir können mal by the way. Wenn wir schon mal da sind. Muss hier irgendwo eine Höhle sein. Eine Ruine über den Fluss. Ist leider keine präzise Beschreibung. Hier ist ein Merlins-Rätsel. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Revelio. Sehr enge Feuerschale. Incendio.
Revelio. Und da oben noch einer. Incendio. Nee, das war die falsche. Wer hier wohl gelebt hat? Incendio. Auch die falsche. Revelio. Wo ist die richtige? Na, da ist eine in den Ruinen. Incendio. Ah, wir sind hier richtig. Hier steht nämlich, betrittst den. Auch nicht. Zu den Außenposten der Kobolde. Das haben wir schon drei gemacht. Revelio. Das ist die Kiste. Nee, da blicke ich es nicht. Okay. Ja, der hat es ja mit Kobolden gedealt, deswegen werden wir hier wahrscheinlich richtig sein. Ich kann hier mal solche gebrauchen, wenn ich gegen Kobolde kämpfe. Und der Straßenkörper. Zaubertrank-Zutaten. Betritt den Außenposten der Gruppe, das scheint irgendwo anders zu sein. Prüfung Merlins. Nicht, dass ins Falsche reingehe. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Konstruktion 1. Sehen gar nicht. Dieses Schloss verbirgt allerhand Geheimnisse. Eine Leiter. Die brauche ich.
Mhm. Westliche Saturnkreise. Werden wir gleich mal gucken. Oh, Kacke. Darf hier hinten nicht runterfallen. Ich sehe die Gegner gar nicht. Ich hoffe, dass wir nicht wieder aus dem Osten rein hier. Ich weiß nicht, was wir getan haben. Ganz einfach ausweichen. Kacke. Das war schmerzhaft aus. Als ob du mich jetzt siegen könntest. Erwärm. Ist noch einer. Hm? Echt elegant. Ja, gut. Ah, Rüstungsplätze sind voll. Da muss man was wegschmeißen. Wir brauchen ja eigentlich nur eins. Und die Sorte. Das Outfit können wir ja dann beliebig ändern. Ja, hier können wir alles, was wir hier besessen haben. Und die müssen wir noch freischalten. Warum haben die Kobolde denn schon in Form? Aha, hier ist doch das, was der Jule will, die mir beschrieben wurde. Sah zumindest auf der Karte ganz so aus. Was finden wir wohl hier? Ah, erkunden Sie den Außenpost der Kobolde. Oh, wir sind richtig. Revelio! Aha. Geld.